was geht? Neues Video. Heute spielen wir mal wieder eine Runde Game of Loser. Nur in einer anderen Variante. Wir nennen es Game of Katze, denn wir springen heute alles in die Katze. Was geht? Hey. Yay. Ja, wir werden sehen, ob das so yay ist. Wir haben 5 Teilnehmer. Philipp, Raffi, Sascha. Der Lucky ist auch mal wieder dabei. Yes! Ja, und ich mach auch mit. Der Jüngste fängt an, wir stehen eh schon richtig aufgestellt. Ich bin ausnahmsweise mal nicht der Älteste. Auch cool für alle, die das Spiel nicht kennen. Einer gibt einen Trick vor, die anderen müssten es versuchen nachzumachen. Sollten sie es nicht schaffen, gibt es einen Buchstaben heute. K-A-T-Z-E, weil man Katze so schreibt. Wenn man eine Vorgabe verkackt und die nicht schafft, kriegt man keinen Buchstaben. Aber die Vorgabe geht an den Nächsten. Philipp darf gleich starten. Ich würde jetzt mal auf den 3-Meter-Turm gehen. Dann mache ich einen Frontflip in die Katze. Nicht wundern, ich werde die Haube aufsetzen, weil ich immer noch ein bisschen paranoid mit meinem Ohr bin. Ich glaube, wir werden heute richtig witzige Sachen sehen, schwierige Sachen sehen, schmerzhafte Sachen sehen. Jetzt schauen wir erstmal den Frontflip von Philipp an. Mein nächster Trick, der ist was Besonderes, der ist für den Tobi. Grüße gehen raus. Einfach nur eine ganz normale Katze mit diesem Rap. Ah, schön. Ja, geil. Dass ich und der Reinhard einfach schon Opis sind, müssen wir jetzt einfach im warmen Wasser warten. Wir sind 10 Jahre älter als der und der. Es ist quasi sozusagen ein Generationen-Battle. Opa for life. Opa for life. Ich mache einen Zug in die Katze. Oh, ich habe zu weh getan. Man sieht schon schmerzverzerrte Blicke. Ja, meine Knie sind halt schon blau. Schon nach der zweiten, dritten Runde habe ich keinen Bock mehr auf das Spiel, das tut einfach nur weh. Die Beine tun weh, der Bauch tut weh. Bisher schaut es noch gut aus, buchstabenfreie Runde. Ich versuche das Ganze zu ändern. Wir springen wie bei einem Auerbach ab, drehen allerdings nur ein Viertelsalto und machen ganz spät eine halbe Schraube. Was ist das denn? Ich sag's, wie es ist. Ich muss sagen, ich weiß nicht, was da passiert ist. Vorgabe leider verkackt. Das heißt, Lucky ist dran mit Vorgeben. Hast du schon einen? Wir machen einen Auerbach in die Katze, aber die Wichtigkeit dabei ist, man darf seine Hände nicht hernehmen. Oh, Alter, wunderschön. Er tut einfach nur weh. Ich bin jetzt mal gespannt, wie die anderen den machen. Sein Neo ist einfach aufgeplatzt. Ist es eh schon so dämlich? Wir legen uns eh schon die ganze Zeit auf die Fresse. Und der Lucky denkt sich dann so, ja okay, komm, lass hinten auch noch wegnehmen. Tut nur mehr weh. Danke dir. Ich froh, dass ich der Kameramann bin gerade. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Der hat so Spaß gemacht. Ich würde das Ganze nochmal machen ohne Arme, aber er ist voll half gesprungen. Ein bisschen zu sehr auf den Füßen gelandet, zu wenig auf seinem Gesicht und Bauch. Deswegen ja, zählt sie leider nicht. Vorgabe geht weiter an Raffi. Ich mache jetzt Double Back, Split und dann auf und dann Katze. Halbe Schraube in die Katze. Oh,
unglaublich krasse Vorgabe. Das wird, glaube ich, kein Spaß. Das Problem ist einfach bei dem Sprung, du machst den Suki, das heißt Vorwärtshaltung mit halber Schraube, machst dann den Rückwärtshaltung mit halber Schraube und kommst dann aus dem Schwuppen. Selbst wenn du nichts zumachst, du kriegst so eine Schelle vom Wasser. Also das ist echt eine schlimme Vorgabe. Das war keine Katze. Das auch nicht. Mama! Olga! Das war viel zu viel Input. Halbe Schraube, Katze. Ich hab gar nicht mehr gewusst, wie rum. Das war schwierig für mich. Ich nehm den Buchstaben. Er hat gar keine Wahl, ob er den Buchstaben nimmt oder nicht. Also den kriegt er so oder so. Ich bin dran mit Vorgeben. Wir machen einen Auerbach mit Schraube in die Katze. Ich kann keinen Auerbach voll. Das ist dein Plan. Ja, zweimal gesehen, wie es schon mal nicht funktioniert. Dann werde ich jetzt das dritte holen. Ja! Ich sag's, wie es ist. Ich hätte nicht gedacht, dass da so Buchstaben hagelt. Nachdem die Runde jetzt so erfolgreich war, dass sie dann Buchstaben bekommen hat, probiere ich jetzt mal was Neues. Und zwar gute Haare in die Katze. Starkes Ding von Lucky, clean ausgeführt. Schauen wir mal, ob ich das auch so hinkriege. Der von Sascha zählt anscheinend nicht. Ich guck mal, ob ich es schaffe. Ja! Als wenn ich. Also, ich mache jetzt Frontflip, Frontfull und dann in die Katze. Das ist wirklich schwer als Springer zu sagen, was da zählt und was nicht. Gefühlt euch so einen Magenschwinger bekommen. Oh, der hat auch richtig weh getan. Ich glaube, es sah sehr lustig aus. Spülung kriegt. Oh, Junge, der sah so schmerzhaft aus. Der hat doch weh. Ich glaube, ich bin raus. Lass dafür mal den Daumen hoch da, ey. Ich kann den leider nicht machen. Ich kann Pfiff ist voll nicht. Deswegen gehe ich jetzt auf Ohrens, mache meine Vorgabe und zwar full in. Ich bin dran mit Vorgehen, wir machen fast das gleiche, nur andersrum. Back in, full out, auch in die Katze. Boah, stark, Alter. Ah, schön. War das eine Katze? Nee. Tut mir wirklich leid für den Raffi, aber der war dann doch ein bisschen zu offen mit leider Buchstaben. Ich kann einfach keine full out an, deswegen nehme ich ganz ehrenhaft das A. Nachdem die Jungs eh so fit und motiviert sind, wir machen jetzt einen Auerbach mit 1,5 Schrauben in die Katze. Ja, schön. Keine Ahnung, wie das klappen soll. Von 3 habe ich nicht mal einen normalen Full geschafft. Aber wir probieren es mal. Ne? Ey, stark! Ja, mein Problem ist, ich habe so Angst bei Auerbach, deswegen springe ich so weit nach links. Und da ist der Beckenrand nicht so weit weg, deswegen habe ich da sehr, sehr viel Schiss davor. Aber wir schauen, irgendwo wird schon was holen. Letzter Buchstabe für Raffi. Raffi ist leider raus. War aber schön, dass du dabei warst. Danke. Du bist jetzt erlöst. Glückwunsch. Ja. Viel Spaß euch nur. Magst du vielleicht zum Abschluss so nochmal irgendwie auf Bauch springen oder so? Alter. Oder der Rücken. Der Rücken. Ja, Rücken kannst du gut. Ich muss jetzt auch noch mal zum Dreier rübergehen. Wir haben den Sprung schon mal gesehen. Ich springe vor, quasi Viertel der Backflip und dann kriege ich mich unter der Höhe vom 3 Meter Brett erst in die Katze. Alter, ja! Ja!
Man muss ja unterm Dreier schrauben, deswegen habe ich gar nicht erst gefedert, dass ich unterm Dreier bleibe. Ich bin wieder dran mit Vorgeben. Wir machen Auerbach, Hafer und die Katze. Ich habe schon Ewigkeiten kein Hafer Auerbach mehr gemacht. Also ich nehme den Buchstaben. Jetzt habe ich das T, oder? Cut. Ich habe noch nie einen Double Auerbach gemacht, noch nie einen Hafer, deswegen werde ich auch den Buchstaben nehmen. Wir machen jetzt Trifffest in die Katze. Erster Dreifachsalto des Tages, vogelwilde Vorgabe. Bin gespannt, ob wir es schaffen. Ja! Ja! Bockstark vom Chef himself. Jetzt bin ich dran. Ich sag's, wie es ist, ich hab langsam keine Lust mehr. Ich bin gut rein, also gut, haha. Aber mit der Oberseite so dumm aufs Wasser geschlagen, es tut einfach nur weh. Es macht wirklich wenig Spaß heute. Erzählen tut er trotzdem, glaube ich. Das ist ganz geil. Toll. Ja, immerhin. Noch eine Runde. Ja, Junge! Junge! Ich probiere jetzt mal einen Full-Half-In in die Katze. Dreifach Salto, eineinhalb Schrauben, zwei Salto 75, aber was ist denn das für eine Vorgabe? Das ist ja Vogelwild. Der war leider zu weit. Buchstaben gibt's keinen, aber ich bin dran mit Vorgeben. Wir machen einen Double-Full-In in die Katze. Heißt Rückwärtssalto, zwei Schrauben zu einem Dreiviertel Rückwärtssalto. Ich muss sagen, ich nehme den Buchstaben. Ich kann zwar Back Double voll, aber ich drehe den immer viel zu schnell. Also ich packe den auf jeden Fall nicht in die Katze. Ich würde auch einen Buchstaben nehmen. Also ich glaube nicht, dass das gut enden wird. Ja, wobei, ich probiere den jetzt einfach mal. Er war leider zu schnell dran, zu sehr fußlastig, zählt leider nicht geflucht haben. Wir machen jetzt den sogenannten Flat Spin Zwirbler. Schaut einfach zu und schreibt in die Kommentare, was das für ein Trick sein soll. Keiner weiß, was es ist. Ich weiß auch tatsächlich nicht, wie ich es nachmachen soll. Ich nehme den Buchstaben. Ich würde es einfach mal probieren. Keine Ahnung, vielleicht funktioniert es ja. Der zählt Let's schon, go, oder? Alter, der war übelst gut. Hab zwar immer noch keinen Namen dafür, aber richtig gut reingezwirbelt. Ich mache jetzt noch mal eine Katze ohne Hände, aber ich flipp es. Ich glaube, jetzt will er uns mit Schmerzen rausekeln. Ich weiß auch nicht, was seine Mission ist. Es wird einfach nur mal wieder wehtun, glaube ich. Wir haben eine kleine Anekdote dazu. Hast du die Hände oben, wird man dich loben. Leck mich am Arsch, Alter. Scheiß auf deine Anekdote, Mann. Dann bin ich wieder dran mit Vorgeben. Auf dem Flip ist in die Katze, aber als Delfin gesprungen. Heißt rückwärts dastehen, vorwärts drehen, in die Katze. Ich kann kein Delfin-Flip ist. Bin raus. Also ich nehme auch sicherlich den Buchstaben. Ich hab da nicht so Lust drauf. Pull auf ihn nochmal. Ich würde den gerne nochmal tryen. Ob der jetzt einfach unterdreht war oder in die Katze, man kann es nicht sagen. Der zählt auf jeden Fall. Ich werde es nicht probieren. Ich werde wahrscheinlich auf Nacken fliegen, deswegen Buchstabe für mich. Ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen unfair, weil Auerbach Full nicht so seine Stärke war. Ich mache jetzt einen Auerbach Full in die Katze. Auerbach mit eineinhalb Schrauben in die Katze davor auch geschafft. Deswegen ist vielleicht gar nicht so unfair. Wir werden sehen. Den mache ich nicht, ich probiere das gar nicht, ich nehme den Buchstaben an. Herzlichen Glückwunsch, Opa. Jubel. Ich muss sagen, ich bin wirklich froh, dass das vorbei ist. Ich bin gar nicht mal so stolz darauf, dass ich gewonnen habe. Ich wäre auch gern früher ausgeschieden. Könnt uns ja gerne mal in den Kommentaren sagen, wie ihr es gefunden habt. Shoutout an Lucky, coole Idee. War nämlich seine. Es hat wirklich extrem viel Spaß gemacht und ich muss sagen, ich glaube, das war einer der schmerzhaften Game of Thrones, die ich jemals gespielt habe. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen hoch da, schreibt was in die Kommentare. Abonniert, falls ihr noch nicht habt. Haut rein! Und wir sehen uns im nächsten Video. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Aua.